Der Song Russians, großer Hit von Musiker Sting, ist schon 37 Jahre alt, trotzdem aktueller denn je. Sting habe den Song damals als einen Appell gegen den Atomkrieg und für die Menschlichkeit geschrieben, sagt der 70-Jährige. Ist ein ganz toller Song aus dem Album Dream of the Blue Turtles mit einem russischen Motiv. Gespielt aber hat Sting diesen Song jetzt wirklich lange nicht mehr, weil er gehofft habe, dass er das nie wieder müsse, dass er nie wieder relevant werden sollte. Aber jetzt hat ihn Putins Angriffskrieg leider eines Besseren belehrt, sagt Sting selber. Hat den Song deshalb neu eingesungen. Wir hören ein bisschen rein. In Europe and America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. Such an ignorant thing to do. If the Russians love their children too, how can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There isn't no monopoly of common sense.